Und damit ein herzliches Willkommen zurück, Freunde der Angelkunst. Ihr hört, bin ich alleine. Wir sind zusammen am Wasser. Die Sonne ist auch wieder am Schein. Mehr Farbe habe ich noch nicht gekriegt, aber das wird sich noch bessern im Laufe der Zeit. Ja, die Bäume sind immer noch unbegrünt, kahl. Wir sind Anfang März. Und weil es beim letzten Mal so gut lief, haben wir uns gesagt, da gehen wir doch nochmal hierher. Wir haben überlegt, ob wir jetzt mal zum Fluss gehen. Könnten wir schon hin. Aber das ist wieder so, wenn es beim letzten Mal gut funktioniert hat, wenn die Fische Bock hatten. Und wir haben ja echt gut gefangen, wie ihr im letzten Video gesehen habt. Das könnt ihr euch gerne nochmal reinziehen, wer es verpasst haben sollte. Haben wir gesagt, wir gehen nochmal her. Wir gehen nochmal zum Altarm. Wir werden nochmal eine Runde fiedern. Und herrlichstes Wetter, Wochenende. Zeit zum Genießen, zum Fischefangen. Wir wünschen euch viel Spaß. Marco seht ihr auch noch. Ich mache jetzt mal meine Routen neu. Marco hat es gerade getan. Ja, viel Spaß auf der Reise. Ihr seid dabei, wir sind sowieso. Petri! I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking six shots all straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think dann erstmal Mahlzeit von meiner Seite. Ja, wie Robert angekündigt hat, ich bin auch am Wasser. Wer hätte es nicht gedacht? Wer hätte es gedacht? Wir sind jetzt schon mittlerweile am Mittag angekommen, sitzen jetzt hier schon zweieinhalb Stunden Robert für seine Wenigkeit, ich ein bisschen länger. Mich hat es heute früh wieder nicht halten können zu Hause, ich musste los, wie es jetzt so ist. Wecker war eigentlich auf halb acht gestellt, ich war halb sieben schon wach. Das werde er von mir noch öfters erleben dieses Jahr oder beziehungsweise der ein oder andere wird es auch noch kennen. Jo, genau, wie ich schon sagte, wir sind jetzt beim Mittag. Gebissen hat bis jetzt noch nichts. Es ist sehr identisch, so wie es letztes Mal auch war. Da Robert hatte gerade auf dem Handy geschaut. Ich denke mal, so in der nächsten Stunde müsste es beißen. So war es das letzte Mal auch. Also Fisch kommt gleich, das ist bloß eine Frage der Zeit. Nee, die Erwartung, was heißt Erwartung, aber ich sag mal so mit, vorsichtig gesagt, mit dem Wissen vom letzten Mal und davor, kann man das vielleicht auch ein bisschen spiegeln und reflektieren, dass es halt wirklich hier vielleicht so um die Jahreszeit sein könnte, dass es einfach mittags noch nicht beißen sollte. Ja, toll, wir sind eigentlich schon, hätten wir jetzt schon einen Fisch gefangen, dann wäre das jetzt unrelevant, was ich hier erzähle. Aber wer weiß, an manchen Gewässern ist es ja wirklich so, dass du da auch so deine Beißphasen hast. Ne? Warum soll es nicht so sein? Das sprechen ja viele auch darüber. Ja, nee, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir ziehen die ganze Sache auf jeden Fall so lange durch wie das letzte Mal. Mindestens genauso lange, weil da hat sich ja auf jeden Fall gezeigt, dass dann gerade in den Abendstunden dann das ein oder andere mehr passieren konnte oder könnte. Entschuldigt auch den abrupten Abbruch des Videos dann beim letzten Mal, aber wir hatten ja jetzt schon zu euch gesprochen und wir hätten jetzt selber damit nicht mehr gerechnet, dass da halt wirklich nochmal was passierte. Aber umso schöner, dass es noch passiert ist. Wir waren halt immer noch in Charge und hatten die Kamera immer noch zur Hand. Das hat also alles gepasst. Und von der Vorgehensweise zum letzten Mal, bei mir persönlich, hat sich gar nichts geändert. Selber Futter, selbes Futter, selber Köder, genau. Anti-Tangle-Boom, Futterkorb, drüben auf der anderen Seite. Heute habe ich mich mit Robert auch wirklich mal so abgesprochen, dass wir gesagt haben, wir angeln jetzt wirklich drüben auf einer Seite, auf einer Höhe, dass wir dann sozusagen mal so eine kleine Futterspur anlegen auf der gegenüberliegenden und vielleicht bringt es ja mal was, weil wir waren uns das letzte Mal noch nicht so konform gewesen, hatte Robert anfangs noch eine Ufernah, glaube ich, gehabt und dann so ein bisschen halbe Weite, glaube ich, bis er sich dann umentschlossen hat, drüben auf der anderen Seite zu angeln. Und das hatte sich ja dann bei Robert auch gelohnt gehabt, also er hat ja dann die ersten ein, zwei Fische fangen können. Yep. Die ziehen ja heute schon ganz Tag hier unten.
Also von daher hat er dann auch alles richtig gemacht gehabt. Ja, nee. Wie gesagt, Futter habe ich euch erzählt. Routentechnisch hat sich auch nichts geändert. Da können wir, glaube ich, nachher nochmal drauf eingehen. Also mache ich vielleicht mal. Weil die Heavy-Feeder-Routen, die wir haben, da haben wir auch, glaube ich, länger nichts drüber erzählt, oder? Nö, und jetzt haben wir ja viermal dieselbe Route. Viermal im Wasser liegen. Also lohnt es sich einmal erzählen und viermal oder noch dreimal kopieren. Stimmt, ja, genau. Nee, dann machen wir das auf jeden Fall. Da erzähle ich euch nachher mal was so drüber. Über die Länge, Wurfgewicht und Also wie im, herrlich. Wie im Zoo hier. Hauptsache draußen. Hauptsache draußen, ja, genau. Das erzähle ich euch nachher nochmal. Vögel haben auch Frühlingsgefühle. Frühlingsgefühle auf jeden Fall, ja. Ne, wettertechnisch, wenn wir gerade bei dem Thema sind. Ja, ich denke mal, wir werden so knapp zweistellig haben. Also 10 Grad haben wir bestimmt. Aber was hier so ein bisschen unangenehm ist, wird es wahrscheinlich so ein bisschen raushören, ist der Wind. Der ist ein bisschen sehr frisch aus dem Osten. Aber gut, sind gut angezogen, von daher passt das schon mal. Ne, das sind die Wellen. Ja, Bisserkennung, feine Bisse, gerade zu der Jahreszeit, ist halt absolut nicht gegeben. Das ist nicht machbar. Also wenn es beißt, dann muss es vernünftig beißen, sonst erkennt sie das nicht. Ich kann dir schon mal die Routen von uns zeigen. Linker Hand liegen Robert seine beiden, rechter Hand meine. Also wir sitzen auch schön entspannt hinter den Ruten. Das sollten wir erkennen, wenn was passiert. Und wenn was passiert, ihr werdet es sehen, wir werden es sehen, wir werden berichten. Oh, jetzt kommen wir erstmal aus der schönen Mittagstiefe immer raus, wie Robert immer so schön pflegen so sagt. Ja, das hat sich auch gut gestreckt. Ansonsten Biele Biele, Fisch muss schwimmen. Hoch die Hände, Wochenende. Stimmt. Biele Biele Biele. Schönes Wochenende, ihr Lieben. Hängt? Klar hängt der. Sehr gut, Ruby. Hallo. Ich sehe schon, was dran ist. Erste Fische eine Bream. Seit Abend Sour Cream. Nee, Spaß. Endlich. Nach 3-4 Stunden der erste Fisch. Der ist auch echt kalt und sehr zäh und träge. Ihr merkt, der bewegt sich gar nicht. Ja, um die 45, 50 wieder. Schönes Tierchen, schöne goldene Farbe. Ja, hoffen wir mal, dass das Beißen jetzt eröffnet ist. Geil. Oh, schön. Petri. So, Morgum Drill. Bini war gerade um die Ecke, meine andere Route rausnehmen. Nö, geht. Geht noch, oder? Oh, den mal einmal austreten. Naja, nochmal ein schöner Teller. Ich denke mal, ich denke mal. Gucken wir mal rein hier. Können noch mehr sein, die Teller. Ja? Ja. Nee. Nee? Teller. Schöne Bream. Ja, ey. Korb mit drin. Die Profis. Jo, Freunde. Dann jetzt mit Robert seine Rute. Nochmal eine schöne Brasse. Weil Robert gerade schön auf Toilette war. Ja, scheint zu laufen, wie wir es gesagt haben, dass jetzt die Beißzeit beginnt, so um die Zeit. Ja, über den Köder muss euch Robert was erzählen. Was Robert seine Rute. Schnell wieder raus. Rein. Kartoffelbrei. Weiter geht's. Was ist noch? Dann wollen wir die Gelegenheit doch gleich mal nutzen, wenn die Rute schon einmal draußen ist, dass ich euch zumindest mal meine Vorgehensweise zeige. Es ist aber gar nicht nur meine Vorgehensweise, denn wenn ich mich nicht täusche, jetzt mich schon mal selber jagt, nee, fischen wir tatsächlich viermal heute dasselbe, wenn ich System will, es gar nicht nennen, aber Montage. Viele schmunzeln ja immer so ein bisschen, was heißt viele, einige. Man lernt ja viele Leute kennen im Laufe seiner Angelzeit und das ist auch gar nicht böse gemeint. Aber es gibt ja mittlerweile echt viele Möglichkeiten beim Feedern. Auch wir haben ja schon einiges ausprobiert mit Feederlink, mit Helikopter
Montage mit verdrahlter Schnur und so weiter und so weiter und so weiter. Aber es zeigt sich immer wieder, das gute alte Anti-Tangle-Boom, gerade Marco, der schwört ja darauf, es funktioniert. Anti-Tangle-Boom bringt Fisch, aber bevor wir zum Anti-Tangle-Boom kommen, kommen wir zu dem Ganzen, was davor ist. Eine Rute, eine 3,90 Meter lange Heavy-Feeder-Rute mit einem Wurfgewicht bis zu 220 Gramm, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Ja, wie eingangs erwähnt, haben wir die jetzt tatsächlich viermal. Wir hatten die zweimal, jeder eine, aber wir sind wirklich sehr positiv von dieser Rute überzeugt. Preis-Leistungs-Verhältnis passt super. Ist eine Daiwa Ninja Heavy Feeder, wie gesagt, 3,90 Meter lang. Und ja, ihr habt es letztes Jahr gesehen, Marco mit seinen ganzen Karpfen am Fluss, alle mit dieser Rute, wenn mich nicht, täuscht, ne? Die ganzen Barben, alle oder unter anderem mit dieser Rute. Das funktioniert einfach super, die macht einen super Job. Ja, und ich bin meine Quietscherute los. Ihr kennt es ja, die DRM war eine Quietscherute. Aber wie gesagt, Preis-Leistung einfach super. Mit Kork, ihr wisst, wir lieben Kork. Dann eine 6000er Freilaufrolle, eine Prologic. Wir haben uns damals beim Team, beim lieben Matze im Angelshop Gerstner gegönnt. Auf einem guten. Nee, doch. Weil es ein guter Rat war. Weil wir diesen guten Tipp und diese gute Empfehlung von Matze bekommen haben. So, jetzt haben wir es. Bisschen Mundfasching. Da haben wir die uns gegönnt. Ich habe sie mittlerweile zweimal. Marco noch einmal. Vielleicht holt er sie auch noch ein zweites Mal. Wir werden es sehen. Jedenfalls eine 6000er mit einem Freilauf hinten. Brauchen wir hier heute nicht. Also nutzen wir hier nicht. Aber am Fluss wird das wieder ein Thema sein. Da habe ich eine 30er Mono drauf. Hier hinten könnt ihr den Freilauf noch ein bisschen einstellen. Ja. Wenn wir noch näher kommen, erkennt man es, glaube ich. Hier könnt ihr den Freilauf einstellen und vorne natürlich Kopfbremse, wenn ihr am Drillen seid. Wie Marco beim letzten Mal einen Karpfen gedrillt hat. So, 30er Mono, das ist die Rolle. Die Schnur geht dann runter. Können wir ja eigentlich, dann könnte ich die ja hier hinlegen, aber guck mal hier, kann ich mal. Ja, gut. Sieht man mich noch oder jetzt sind nur meine Montage, aber mich braucht man nicht sehen. Da haben wir es. Ich habe heute ein schwarzes. Andere Route hat ein giftgrünes Anti-Tangle-Boom, lange Seite nach unten, damit die lange Seite das Vorfach weghält vom Korb. Ihr seht, funktioniert super. Hier haben wir einen 80 Gramm Korb dran. Der eine oder andere schon denken, was, 80 Gramm ist richtig. Ich habe aber keine anderen dabei im Frühjahr. Natürlich, wir würden es auch 40 Gramm tun oder 60 Gramm. Ich habe nur 80 dabei. Funktioniert genauso gut. Hat jetzt hoffentlich noch keinen Fisch verscheucht heute. Aber ja, ich sag mal, wenn man ausgeworfen hat und ein bisschen Ruhe einkehren lässt, wie ich es immer so schön sage, dann sollte das auch beißen. Wie gesagt, Anti-Tangle-Boom, lange Seite nach unten, 80 Gramm Futterkorb. Dann haben wir hier eine Perle, Knotenschutz und ein bei mir rund 40 cm langes Vorfach mit einem der Erfolgsköder aus dem letzten Jahr, 10 mm Mikroboilie, schön Mais, lecker, lecker, so ein bisschen Karamell, Mais, auf alle Fälle ganz, ganz süß. Und einen scharfen Haken, würde man sagen. Nicht mal läuft das Wasser aus der Nase, wir sind ein alter Mann. Kleiner Test, ne? Den Haken einmal auf dem Finger, bleibt hängen, ist scharf, passt schön auf, ne? Sonst tut's weh. Jo, habe ich was vergessen? Habe ich nicht. Das ist auf alle Fälle ein 10er Haken, 10 mm Köder, passt ganz gut zusammen. Wirbel hatte ich, glaube vergessen, aber ich denke, das ist klar. Zumindest beim Anti-Tangle-Boom kann das auch einschlafen, aber wir nehmen gerne einen Wirbel. Jo. So gehen wir vor. Viermal diese Route, dreimal diese Rolle, viermal Anti-Tangle-Boom. Marco allerdings mit kurzen Vorfächern, ich mit langen Vorfächern. Auch das hat sich bisher noch nicht geändert. Mal gucken, wie das im Jahr weitergeht. Ja, und auf der anderen Route habe ich einen 8 mm Pineapple, also Ananas-Wafter. Hier, wie gesagt, den 10 mm, beides gelb, hellgelb, knallig. Und Marco nutzt seine bekannten Wurfser. Dynamite-Wurfser. Beide mit der, beide die roten? Ja. Beide die roten. Ja. Geht die rote wieder raus. Wir haben mal 1, 2, 3 Brassen. Das hohe Boot von eben. Und jetzt schauen wir mal, wo die Döbel sind. Wo die dicken Blitzen beim letzten Mal. Oder leider ihr Thema beim Maker. Korb. Corpus erectus. So, jetzt mache ich den Korb voll und ich gehe die rote raus. Lalala. Schöne ist, dass man beim
Angeln mit einem normalen Futterkorb sich nicht so viel Mühe geben muss beim Futter. Method Feeder wisst ihr ja, ne? Nicht zu feucht, nicht zu trocken, damit das schön klappt. Aber den Müll brauchen wir heute nicht, denn wir angeln drüben auf der anderen Seite. Und heute ist es klassisch Feedern mit Anti-Tangle-Boom, Ostwind. Und jetzt geht die Reise raus hier. Denkt dran, gegenüberliegenden Seite, Fixpunkt, also zumindest dieselbe Richtung habt. Und den angeln wir, wie gesagt, auf der gegenüberliegenden Seite. Mein Fixpunkt ist der Boom da drüben, der alles frei ist. 1, 2, 3. Schwung. Echt schwer. Ja? Ja, nee, jetzt verstecke mal voll. Dann ist der am Boden festgesetzt da hinten. Wenn es da drüben so flach ist, you know, ja. Immer so nett, you know. Aber ich denke, dass es wieder eine richtig dicke Bream ist. Ja, ja, ja. Schön, seht ihr was? Wie die Profis, ja auch mal. Wie? Wie stehen sie da? So. So, nehme ich euch mal mit zum Kesselvorgang hier. Immer gut, wenn man Gummier dran hat. Wenn es eine Bream ist, ist das, denke ich mal, der größte bisher. Okay. Aber schaffst du das hier durch die Lücke? Ja, musst du ja, ne? Ja. Immer gut, wenn man einen langen Kescher hat. Alter. Alter. Dicker Schinken, du. Petri. Alter Schwede. Dreimal Zeugnis. So, 58. Wir haben auch gedacht, die könnte schon wieder 60 sein wie beim letzten Mal, aber wir wollen mal nicht übertreiben mit dem Glück. Läuft schon wieder echt gut beim letzten Mal heute. 58 ist er, aber da wird er echt hoch und fett. Gucken wir, dass wir euch mal zeigen kurz. Die liebe, gute. Richtiges Boot. Alter, Maker, wo bist du? Guck mal hier, schönes Tierchen. 58, wie gesagt. Und noch näher kommen. Petri, geil. Schöner Fisch. Ja. Schöne ist echt die Jahreszeit, also schön ruhig halten. Auch wieder um die 50. Schön, sehr, sehr schön. Auch wieder so goldig, herrliche Tiere. Wir schätzen sie, ihr wisst das. Aber jetzt darf gerne mal Onkel Döbel vorbeikommen. Immer nicht traurig. Petri. Die Schwäne jetzt auch gelandet sind, ist es wahrscheinlich ein Zeichen, vielleicht ein Zeichen, dass allmählich die Dämmerung anbricht. Ihr seht es ja auch, die Sonne steht schon bedeutend tiefer. Wir haben es jetzt gegen 16 Uhr, also der Angeltag ist schon wieder so gut wie rum. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, aber das ist halt immer so. Die Zeit vergeht dann am schnellsten, wenn es am schönsten ist, aber das soll auch alles so sein. Und ja, nach mal wieder anfänglichen Startschwierigkeiten, wie es auch beim letzten Mal schon der Fall war, ging es ja dann rasant weiter oder wurde dann immer besser. Ich glaube, in der Zwischenzeit sind wir jetzt bei 5 Brassen angekommen. 5 oder 6. 5 oder 6. 5 oder 6. Marco ist, glaube ich, nicht im Bild, der möchte auch nicht gesehen werden. Nein. Ja, aber an manchen Tagen ist das halt so. Wir haben das beide schon so rum und so rum erlebt. Also es ist manchmal ist es echt verrückt, wenn man sitzt eigentlich nebeneinander, angelt auf der anderen Seite. Köder, klar, ist vielleicht ein bisschen eine andere Farbe, andere Richtung vom Aroma her. Aber ansonsten mit Anti-Tangle-Boom, mit Futter gegenüber.
ja, und auf der einen Seite beißt, auf der anderen nicht. Ob es jetzt daran liegt, dass es wirklich da in der Nähe vom Baum ist, muss man sagen, bis auf einen Fisch sind alle Fische auf dieser Route bisher gefallen. Kann natürlich sein, wäre eine Erklärung, aber wir, vor allem ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Beim letzten Mal haben wir ja auch gesehen, dass es Richtung Ende hin noch klappen kann und auch gut klappen kann. Ihr wisst ja, der Karpfen, das war echt eine geile Nummer gerade, weil wir hier noch nie einen Karpfen gefangen haben. Also gibt es welche, wir wissen das, und andere haben auch schon welche gefangen, aber wir wollen ja echt schon oft angeln, aber bisher einen Karpfen hat man noch nicht. Ansonsten Brassen, Döbel, Rotaugen. Marco hatte auch schon ein Hecht hier gefangen. Also die ganze Friedfischpalette sowieso. Aber ein Karpfen, das war Premiere und das war natürlich echt geil. Aber ich bin ganz guter Dinge, dass das auch bei Marco heute noch klappt. Also, vielleicht ist es ja so, dass bei mir jetzt Feierabend ist und bei Marco dann bis zum Ende noch beißt. Ich bin bereit. Bist schon ein paar Stunden bereit, oder? Jo. Ja, aber man merkt auch wieder den ganzen Tag hier so an der frischen Luft mit dem Wind und die Sonne mir sich. Ja, Sauerstoff macht müde. Ja, wen es interessiert, welche Köder, kann ich ja gerne mal zeigen, wenn sie denn irgendwo sind. Also der eine, den hatte ich euch ja vorhin gezeigt, den 10 mm Mikrobeutel, und der andere ist diese Geschichte hier. Das sind 8 mm Wafter, Pineapple, also Ananas, diese kleinen Tönnchen. Brauchst du Futter oder was? Kommen nur noch Schwäne. Wahnsinn, was hier an Schwänen rumschwimmen. Ja, könnt ihr sehen. Denke mal, durch die Sonne ist die Farbe vielleicht nicht ganz so gut zu erkennen, aber ist halt gelb, richtig schönes, knalliges Gelb. Und ja, darauf haben die Fische heute echt Bock. Dieser Köder führt mit 5:1, 4:1, wie auch immer, ich glaube 5:1. Ja, und wie gesagt, jetzt hoffen wir einfach mal, dass, ja, nicht unbedingt, dass es weiter beißt natürlich in erster Linie, das ist bei Marco beißt in zweiter Linie. Er ist auch noch nie nach Hause gegangen. Aber jetzt würden wir uns auf jeden Fall auch mal über einen Döbel freuen. Oder einfach was anderes. Ne, wir wollen nicht freuen uns, aber es sind ja auch andere Fische dran. So, zeige ich euch mal kurz was. Guck mal hier. Seht ihr sie? Da hinten. Hier ist ein Irmeck hier vorne. Da hinten welche. Und da hinten. Ganz, ganz viele. So. Und hier bin ich. Das Kollege Schnürschuh guckt ein bisschen. Voll, was denn? Mal winken. Jo, also habt ihr das gesehen? Köder habt ihr gesehen, Routen, Montagen, Futter wie gehabt. Und beim letzten Mal ein dunkles Futter mit Mais drin, bisschen Liquid. Ich habe noch ein paar Haferflocken drin und ja, daran kann es also auch nicht liegen. Aber es kommt die Ruhe vorm Sturm. Jetzt geht es Richtung Dämmerung, Abendbrotzeit. Jetzt hoffen wir mal, dass es knallt. Hm? Ja. So. Ja. Links, links. Ja. Aber hier. Kriegst du das noch, oder? Ja, ich geh noch. Wenn es ein Bream ist, ist es auf jeden Fall massiv. Falls ihr euch fragt, was es war, ja, dann melden wir zum Schlusswort. Mein rechter Platz ist leer. Ich wünsche mir die Rubine her. Bini! Hat funktioniert.
Jo. Weiß. Ja, wir wollten uns eigentlich schon mal ein bisschen erzählen, wie es heute lief. Aber machen wir noch einen kleinen Live-Biss. Sieht man das? Katri. Jo. Ja, Brassen laufen, ja. Ja. Schon, ja. Ja. Aber ganz Tag über nichts anderes. Wolli, oder? Ne, mit so Mini-Wollis hier. Hatte? Ja. So schnell geht's, ja. Ja, bin ich wieder. Ja, dann doch auch noch ein Aussteiger heute. Ja, aber so wie es sich angefühlt hat, war es wieder eine Brasse. Aber, so Marco auch schon gesagt, mit jeder Brasse denkt man, ha, es könnte auch was anderes beißen. Ist auch so, aber man soll sich glücklich schätzen, dass man überhaupt was fängt zu der Jahreszeit. Hat damit nichts zu tun. Aber wir sind ja froh, dass wir dann doch so nach 3 Stunden eigentlich ganz regelmäßig Aktion hatten. Ja, definitiv. Da sind wir auch wieder beim Thema. Da sind wir halt froh bei dem, bei dem es überhaupt weiß, wenn es überhaupt generell weiß. Das ist immer am schönsten. Bei mir war es heute nicht der Fall. Vielleicht kommt noch was. Wir sind jetzt noch eine halbe Stunde hier, werden noch ein Abschlussbier trinken. Aber ich gehe auf jeden Fall nicht mehr davon aus, weil ganz Tag Totentanz. Ja, ich stelle mir auch gar nicht die Frage, woran es gelegen ist. Es kann an Köder, es kann am Platz, es kann am Wetter, es kann am Futter, es kann an allem gelegen haben, bloß nicht am Angler, das wisst ihr selber. Nee, das ist ja nie schuld. Nee, ach, das gehört einfach dazu, da muss ich jetzt auch kein hier irgendwie rechtfertigen. Ist nun mal so, Haken dran, hat trotzdem Spaß gemacht. Wir haben ja gefangen, das absolut. Und ja, mehr würde ich dann von der Seite auch gar nicht sagen wollen, weil... Ich glaube, damit habe ich für meine Seite erstmal alles gesagt. Ja, ich wollte nur mal was gucken, ob die Leute das vielleicht sogar sehen. Ja, hinter Marco seht ihr diesen besagten Baum. Und meine linke Route, also die Route von uns, die am weitesten links ist, ist rechts von diesem Baum. Und bei 8 Brassen muss man echt sagen, also wenn wir den Fisch eben mal mitzählen und ich denke, es war eine, haben 7 von 8 dort gebissen. 7 von 8 auf diesem Pineapple-Wurf da, wobei ich glaube, der war nicht unbedingt allein dafür verantwortlich. Vielleicht die Stelle wirklich ganz gut ist, aber andererseits beim letzten Mal haben wir hier nicht geangelt an diesem Baum, haben auch gut gefangen und ja, was bei uns immer ganz gut ist, dass sich das Glück so ein bisschen gleichmäßig verteilt. Ja, also Marco letztes Mal mit seinem Karpfen, das war schon wieder echt verrückt und geil und schön und toll zugleich. Ja, und heute ist halt mal so, ne? Aber ich denke, damit können wir leben. Und solange überhaupt Fisch geht, egal ob es jetzt wer von uns beiden ist, sind wir zufrieden und happy. Ja, das war ja 7 Fische über 1,5 Meter. Muss man erstmal fangen, ja? Also, ja. Egal was es ist, erstmal fangen. Das ist die Kunst dabei, ne? Die meisten von euch sind ja sowieso noch gar nicht unterwegs. Das wird wahrscheinlich auch so sein. Aber die Leute, die jetzt schon unterwegs sind, der Frühjahr kann sehr zickig sein. Von daher, das musst du erstmal schaffen. Ist genau. Gar nicht ohne. Ja. Und wir haben es geschafft. Jetzt brauche ich immer noch ein bisschen Farbe, wenn ich nicht mehr so blass bin. Aber das kriegen wir, denke mal, in einem Monat, in 2 Monaten sieht das auch scheiße. Oder? Nee, in einem Monat sieht das schon alles ein bisschen anders aus. Ja, Abschlussbier. Ich habe nichts mehr weiter zu sagen. Ich auch nicht. Nö. Vertraut aufs Anti-Tangle-Boom. Hat heute wieder gezeigt. Muss nicht immer der neueste Schnicksack sein. Auch wenn wir gerne auch mal was ausprobieren. Aber es hat gezeigt, Anti-Tangle-Boom liefert Fisch. Boom. Was denn? Biele, Biele, Biele. Das waren? Biele, Biele, Biele. Ganz Tag heute schon. Überall. Paarungszeit beginnt. Gut. Jo, wenn nichts mehr geht, wir gehen auf jeden Fall denn. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Wer es noch nicht gemacht hat, lasst mal ein Abo da. Daumen nach oben. Checkt auch mal ein bisschen Insta ab oder Facebook. Da machen wir auch immer mal das ein oder andere Bild hinein. Haben wir lange nicht mehr gesagt, ne? Von daher. Ach so. Erzähl mal was. Wir verstehen uns gerade telepathisch. Er weiß, was ich sagen wollte. Wir haben uns vorhin was vorgenommen. Bevor wir jetzt wieder zu viel quatschen, aber so viel Zeit muss sein. Leute, wenn mein Finger krumm ist, ich gebe mir Mühe. Vielen lieben herzlichen Dank für mittlerweile 2000 Abonnenten. Ist eine krasse Zahl auf jeden Fall. Wir haben uns über die 1000 gefreut. Natürlich nochmal 1000 mehr. Also ist schon echt geil, wenn man so zurückblickt, die letzten Jahre, so Fisch, die Zeit, die Angeltage, mittlerweile 2000 Abonnenten, danke, danke, danke. Chapeau, zieh meinen Hut, den ich auf habe, den hast du auf und freut uns auf jeden Fall sehr.
dass euch das gefällt, was wir machen, dass ihr regelmäßig reinschaut, dass ihr dabei bleibt, dabei seid. Und eins ist sicher, wir werden auf jeden Fall so weitermachen. Ja. Ne? Ja. Ja. Also dann, bis zum nächsten Biss. Tschüss.